große Ehre für unseren sehr witzigen Moderator Gerry Seidel. Er hat den renommiertesten Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum bekommen, nämlich den Salzburger Stier. Und jetzt bitte nicht wegschalten, liebe Zuschauer. Ich muss aus rechtlichen Gründen Folgendes sagen. Jedes Jahr vergeben öffentlich-rechtliche Radiostationen in Deutschland, der Schweiz, Südtirol und Österreich den internationalen Radio-Kabarett-Preis. Gewonnen hat dann, das werden Sie jetzt wahrscheinlich schon wieder vergessen haben, ich sage es Ihnen nochmal, unser Puls 4 Vizekönig Gerry Seidel. Dann sind wir aufs Land gezogen, nämlich ins Waldviertel. Kennt das wer? Wäre ein Zufall, wenn jemand das Waldviertel kennt. Wiener Schmäh kommt eben an, auch beim deutschen Publikum. Puls 4-Comedian Gerry Seidel ist am Freitag unangefochtener Publikumsliebling im nordrhein-westfälischen Paderborn. Ein halbes Jahr friert's dort, die zweite Hälfte ist Winter. Ja, da gibt es Winter. Ich kämpfe ein bisschen mit der Sprache natürlich. Also Gössengitter wird dann zum Insektengitter und Insektenrahmen und so, da kämpfe ich. Und da muss man dann aufpassen, weil ich es ja schon so im Kopf habe, dass man da nicht zu holpern beginnt. Für so viel Engagement bekommt der sehr witzige Kabarettist auch eine Belohnung, den Salzburger Stier. Nominiert für den Radiopreis hat den 41-Jährigen der ORF-Kultursender Radio Ö1. Veranstalter ist der Sender WDR 5. Die Stiertrophäe aus Paderborn bekommt ab sofort einen Platz auf Gerrys Schreibtisch. Ja, das ist ja, sehr abstrakt, aber das finde ich sehr schön. Das ist minimalistisch, abstrakt und will nicht mehr sein, als es ist. Viel Ähnlichkeit mit einem Stier besitzt der Preis zwar nicht, aber als Briefbeschwerer taugt er allemal. Auch der deutsche Comedy-Kollege Martin Zinsheim schließt sich den Begeisterungsstürmen des Publikums für Gerry Seidel an. Er hat dermaßen abgeräumt, das hat er so gerockt. Das war ein fulminanter Auftritt und vielleicht der beste Startschuss, den man sozusagen als in Sachen kabarettistischen Landesgrenzenübertritt machen kann heute für Gerry. Die Siegerin aus der Schweiz heißt Uta Köbernick und auch sie ist Feuer und Flamme für den Wiener Schmäh. Er wurde so getragen, er konnte so surfen und mit seiner Art, ich fand, er ist unglaublich geflogen. Und mehr von Gerry Seidel sehen Sie wieder nächste Woche, am Montag um 21:05 Uhr bei Sehr witzig, nur auf Puls 4.